So, wir nehmen Ali Turas. Ali Turas? Ali Turas. Ich hoffe, der Name passt ungefähr in die Wiki rein. Ich habe leider gerade mal nachgeschaut, oder ungefähr in die Background Story rein. Ich habe leider mal nachgeschaut und nichts wirklich gefunden, was Namen oder ähnliches angeht, die von bestimmten Rassen verwendet werden. Deswegen fangen wir jetzt einfach damit an, würde ich sagen. Reise nach Goldtal. Karawanenmeister Odema. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Schnurrbart und seine Hängebank wie zur Bekräftigung erbeben. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Alle bleiben nah bei den Wagen, kapiert? Bleibt aus den Wäldern raus und solltet ihr einen Spaziergang durch die Ruinen da oben planen, so werden euch die Biester holen. Er nickt in Richtung einer bedrohlich wirkenden schwarzen Masse am Berghang. Whole areas crawling with hut-dwelling types who'd be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Die ganze Gegend wimmelt nur so von diesen Hüttenbewohnern, die euch für euer unbefugtes Betreten nun zu gerne mit ihrer Axt begrüßen würden. Achtet also darauf, dass ihr auf ihren verdammten heiligen Felsen keine Schlammspuren hinterlasst. Tonight everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Veils less than a day out. Understood? Heute Nacht bleiben alle zusammen und am Morgen werden wir den Weg freimachen. Goldtal ist weniger als eine Tagesreise entfernt. Verstanden? Schließlich wendet sich der Karawanenmeister dir zu und schätzt die Stirnrunzeln von oben bis unten ab. Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle round here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course. Which case you'll be dead in a day. Könnte ein Hauch von Grollfäule sein. Hier in der Gegend gibt es einen Stechkäfer, der das überträgt. Sobald das durch deine Eingeweide durch ist, wird es dir wieder besser gehen. Es sei denn, du trinkst kein Wasser. Dann wirst du in einem Tag tot sein. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Hierzulande wächst eine kleine rosa Beere, die man Frühlingsbeere nennt, ungefähr so groß wie ein Fingernagel. Wenn man sie isst, kriegt man höllische Magenkrämpfe, aber die Kränzewunder machen einen Tee daraus, der die Eingeweide beruhigt. Sollte dich über die Nacht bringen. Du solltest dich mal umsehen, ob du welche finden kannst. Währenddessen schauen wir mal, ob wir nicht ein bisschen Wasser für dich auftreiben können. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Odema schaut über seine Schulter zu seinem Assistenten, einem kernigen Mann namens Sparfel, der einen alten, sonnengebleichten Bogen trägt. Ich weiß, dass du vor Einbruch der Dunkelheit jagen möchtest, aber kümmere dich trotzdem zuerst um die Auffüllung unserer Wasservorräte. Hier ist jemand krank, er nickt in deine Richtung. Sparfel nickt und lässt den abgenutzten Bogen über seine Schulter gleiten. So, jetzt kann ich was fragen. Wo finde ich denn diese Bären? Wäre vielleicht mal sinnvoll. Sie wachsen auf Büschen, die hier ziemlich gewöhnlich sind. Sehen ziemlich komisch aus. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich glaube nicht, dass du dich weit von der Straße entfernen musst, um fündig zu werden. Was sind es denn für Ruinen hier? Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Nichts, was es nicht auf der Hälfte aller Hügel in Erglanfa zu sehen gibt. Wenn es dir nichts ausmacht, dir hier und da einen Pfeil anzufangen, kannst du ihren Schnickschnack in Trutzbuch zu Geld machen. Sie haben sie zwar nicht gebaut, aber wenn sie nicht wie ein Bärenmutter darauf aufpassen, bin ich das Bildnis. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pawn, so I hear. Die Ruinen hier in der Gegend sind natürlich schon zigmal geplündert worden. Da drin gibt es nichts mehr, was auch nur einen halben Pfand wert wäre. Zwinkert fügt er hinzu. Habe ich zumindest gehört. Die Attribute, die Fähigkeiten, die Klasse, das Volk, die Kultur und das Geschlecht eines Charakters können sich alle auf die verfügbaren Dialogoptionen auswirken. Diese Optionen sind nicht unbedingt besser als die anderen Antworten. Sie bieten dir nur eine größere Auswahlmöglichkeit, wie jemand auf deine Aussage reagiert, hängt von deiner Persönlichkeit und der Einstellung ab.
Hängt von seiner Persönlichkeit und Einstellung ab, okay. Und wer hat die Ruine erbaut? Settlers called them Inguithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Odema zuckt mit den Achseln. Gibt verschiedene Namen für sie. Die Siedler nennen sie Engwitaner. Niemand, denen sie so gut gefielen, dass sie etwas gegen ihren Verfall taten. So viel steht fest. Was sind das für riesige Felder? Sie haben Odra, wo du kommst? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Und dem runzelt die Stirn. Gibt es kein Adra, wo du herkommst? Naja, Adra wächst jedenfalls einfach so aus dem Boden. Es reicht sehr tief und schlägt Wurzeln wie die Bäume. Wenn man den Geschichten glauben will, dann reichen manche von ihnen bis ins Herz der Welt. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. Es ist mehr eine Hülle als ein richtiger Fels. Leichter zu bearbeiten, wenn man ein Steinmetz ist. Arthur hat alle möglichen Eigenschaften und scheint eine Art Eigenleben zu haben. Wenn man ihn auskribbt, stirbt er und verliert seinen Glanz. Die Leute glauben, dass er früher wahrscheinlich noch gewachsen ist, heutzutage aber nicht mehr. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. Die Seelenmetzger in Trutzbuch setzen ihn für andere Dinge ein. Wie ich gehört habe, kann Ada die Seele eines Mannes aufnehmen. Aber das muss ich nicht unbedingt sehen. Ich habe schon genug, um das ich mir Sorgen mache. Da muss ich nicht sowas auch noch sehen. Tja, wie gefährlich das draußen ist, hat er mir schon gesagt. Deswegen würde ich sagen, dann gehe ich mal die Bären suchen. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot. Not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Moment, nimm dir jemand mit. Ich weiß ja, dass du kein hilfloser Grünling bist wie die meisten der anderen, aber sollte es dich erwischen, will ich nicht nach deiner Leiche suchen müssen. Schließlich habe ich einen Terminplan einzuhalten. Er schaut über die Reisenden und lässt einen Blick dann länger auf einer robusten, gepanzerten Frau ruhen, die während der Reise die Nächte auf unebenem Boden ohne Decke oder Kissen verbracht hat. Kalisha. Kalisha! 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 Die Frau schaut in aller Seelenruhe zu dir hoch. Er muss ein paar Frühlingsbeeren finden. Sieh zu, dass er nicht tot umfällt. No promises. Keine Versprechen. What kind of guide says something like that? Welche Art von Begleiterin sagt denn sowas? Kind you can afford. Eine, die du dir leisten kannst. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Und Dema kichert und schüttelt seinen Kopf. Er sieht dich an. Hör nicht auf sie. Du bist in guten Händen. Er wirft ihr einen Seitenblick zu. Und überhaupt, ich zahle viel zu gut. Off with you. Aiden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beowick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Odemas leichtes Grinsen zieht sich unter seinen Schnurrbart zurück und wird abermals streng. Fort mit dir! Heodan sollte Vorräte haben. Sieh zu, dass er dich ausrüstet, bevor du losziehst. Wir befinden uns in einem rauen Land. Hol deine Bären und komm schnell wieder zurück. Und wenn auch nur das Geringste sein sollte, lässt du alles fallen und nimmst die Beine unter den Arm. Irgendetwas liegt heute Nacht in der Luft. Sollte es ein Beowick sein, werden wir Unterschlupf in den Ruinen suchen. Ich scheiß auf die Hüttenbewohner. So. Willkommen zu Pillars of Eternity. Wenn du die Welt von Eorah zum ersten Mal besuchst, solltest du diese Feste studieren, um dich mit dem Spiel, der Benutzeroberfläche und den verfügbaren Werkzeugen vertraut zu machen. Deine Gruppe besteht immer aus deinem Charakter und bis zu 5 zusätzlichen Charakteren oder Abenteurern. Solange die Karawane vor dem Glanfantanen Ruinen kampiert, hat Odema dir Kalishas Seite gestellt, damit sie dir hilft. Kalishas Kämpferin, eine Klasse, deren Stärke vor allem in der Verteidigung deren Stärken vor allem in der Verteidigung und in Nahkämpfen liegen. Nutze ihre Fähigkeiten, um deinen eigenen zu ergänzen. Um ein Mitglied einer Gruppe auszuwählen, klicke auf seinen Auswahlkreis oder sein Porträt oder drücke die Zifferntaste, die seiner Position in der Gruppe entspricht. Beginne auf der linken Seite mit der 1
um mehrere Gruppenmitglieder auszuwählen. Achso. Klicke auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, halt die Maustaste gedrückt und ziehe den Cursor über die Kreise der Mitglieder, die du wählen möchtest. Um ausgewählte Charaktere zu bewegen, klicke auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, an dem Cursor sich in einem Kreis aus 4 Keilen verwandelt. Alle ausgewählten Charaktere bewegen sich am gewählten Ziel an ihren Platz in der Formation. Achso, wenn du einen durchgestrichenen roten Kreis siehst, kannst du dich auf diesen Teil der Karte nicht fortbewegen. Wenn mehrere Gruppenmitglieder ausgewählt sind, ist die Aktionsleiste ausgeblendet. Um die Aktion einzelnen Charakteren anzuzeigen, wähle nur diesen Charakter aus. Okay, was kann jetzt hier? Da habe ich hier die Aktionsleiste. Was kann ich denn hier? Gesang, Modal, nur im Kampf. Hier kann ich irgendwie Waffensets, kleiner Schild. Gesänge bearbeiten könnte ich hier machen. Okay. Okay. Interessant. Bekannte Sätze. Okay. Das wird ein interessantes. So, Sänger verbringen im Kampf die meiste Zeit damit, Gesänge zu sprechen. Gesänge sind arrangierte Ketten magischer Phrasen, die unterschiedliche Effekte hervorheben. Wenn eine Phrase endet, verweilt der Effekt für kurze Zeit und überlappt sich mit dem Effekt der nächsten Phrase. Wenn ein Gesang das Ende der letzten Phrase erreicht, beginnt er wieder von vorne. Durch das sorgfältige Arrangieren von Phrasen können mächtige Sequenzen passiver Effekte entstehen. Oh Gott, ich habe einen Combo-Charakter genommen. Ach du Schande. Klicke auf einen Gesang, um ihn auszuwählen. Phrasen, auf die du im linken Fenster klickst, werden dem gewählten Gesang hinzugefügt. Wenn du eine Phrase entfernen willst, klicke im Gesang auf die Phrase. Yes. Kann ich das so hier wieder rein tun? Ah. Ah. Okay. Ist aber, ich glaube, egal, weil ich kann einfach den Gesang neu anfangen, oder? Es hat den gleichen Effekt. So. Nee, nicht so. Ich will sie da haben. Dankeschön. Ich habe 42 und 48. Was hat sie denn? Niederschlag. Zweimal pro Begegnung. Stößt einen Feind mit enormer Kraft und zwingt ihn nieder. Fügt den Niederschlag-Effekt zu. Wobei jedoch nur wenig Schaden verursacht wird. Okay. Waffensatz. Spreche mit Kalista. What you need? You heard the man. Let's get going before you keel over. Du hast den Mann gehört. Lass uns weitergehen, bevor du aus den Latschen kippst. Springberries grow wild all over the place here. Keep your eye out. Hier wachsen überall Frühlingsbeeren. Halt die Augen offen. Anyone need supplies? Die meisten Leute, denen du in der Welt begegnest, sind entweder neutral oder freundlich. Du kannst mit ihnen interagieren, indem du auf ihren Auswahlkreis klickst. 4 Charaktere grüßen dich einfach und gehen dann ihres Weges. Mit einigen kannst du aber auch längere Gespräche führen. Der Händler Heodan besitzt eine Dialogoption, durch die sich ein Laden öffnet, in dem du Ausrüstung kaufen kannst. Karawanreisender. Oh, Moment mal. Was ist denn hier? Riesiges Mini-Weltraumferkel, begleite rechtsklick für Details. What? Was hab ich denn für eine hier? SR9? Was ist ein SR? Oh, ich kann meine Farben ändern? Oh, kann meine Farben ändern? Okay. Was ist ein SR? Schadensreduktion? Sie hat 7. Okay, und das hier? Hat eine SR0. Yay. Finden verbogene Objekte wie Fallen und geheime Welt. Im Spemus beginnen die Auswahlkreise deiner Charaktere sich gelb zu füllen, wenn ein anderer Charakter anfängt, sie zu bemerken. Wenn der Kreis vollständig gelb ist, wird der Charakter misstrauisch und sieht sich um. Der Kreis fühlt sich dabei rot. Ist der Kreis vollständig rot gefüllt, werden der Charakter entdeckt. Die Fähigkeit eines Charakters, verbogene Objekte zu finden, basiert auf seiner Mechanikfähigkeit. Je höher die Mechanikfähigkeit, desto größer die Entfernung, auf die Charaktere Objekte finden kann. Wenn du dich auf einen anderen Charakter zubewegst, entdeckt er dich schneller. Wenn der Auswahlkreis deines Charakters den eines anderen Charakters berührt, wirst du sofort entdeckt. Ich wollte das dann machen. I can get it to spill its secrets. It's done. Trank der kleinen Ausdauer. Hier, wir sind damit.
Diese hohlen, wie grün das wirkende Säulen, sehen so aus, als seien sie direkt aus der Erde gewachsen. Das flackernde Feuer. Was? Das flackernde Feuer des Schatten umhertanzen, okay. Ist ja hier alles looten. Looten! Trank der schwangeren Aktion. Cool. Du siehst einen Mann, der einfach, aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt. Ein gezackter Riss im Saum seines Waffenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinern. Als er sich bemerkt, schüttelt er seinen Kopf und lacht. Einen ganzen Wagen voller Waren zum Verkauf habe ich mitgebracht, aber nicht genug der Hemden für die Reise. Er kratzt sich über den Fingerknöchel an seiner Wange. Mit den Fingerknöcheln an einer Wange, die ganz so mit unebenen Stoppeln bedeckt ist, ob er sich noch nicht an das Rasieren unterwegs gewöhnt hätte. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Sag mal, kannst du vielleicht irgendwas gebrauchen? Ich habe ein paar einfache Reiseutensilien im Angebot, falls es dich interessiert. Na komm, lass mal sehen, was du zu bieten hast. Möchtest du ihm das verkaufen? In Läden kannst du eigene Gegenstände gegen Kupferstücke, KP oder Gegenstände aus dem Inventar eines Ladens tauschen oder verkaufen. Händler kaufen die Gegenstände zu einem deutlich reduzierten Preis ab. Wenn du etwas verkaufst, wird es kurz danach vielleicht sehr viel teurer im Inventar des Ladens angeboten. Die Läden erneuern ihr Inventar von Zeit zu Zeit. Plus 30 Sekunden Ausdauer. Okay, was kriege ich hier? Plus 48 Ausdauer. Hä? Die Blöcke sind an Heilenkraft zugeschrieben. Sie führen Schöpfe und müssen nur die Patienten mit der Zeit, mit Energie und Lebenskraft. Ich glaube, das ist eine Ausdauer. Nutzer, plus 12 Sekunden. Furteffekte. Hm. Könnt mir eine Armbrust holen oder sowas? Ja, toll. Das funktioniert ja super, der Filter. Kann ich auch nicht keinen Filter, wenn es das eh anzeigt. Mittlerer Schild. Ich habe jetzt, glaube ich, einen leichten Schild, ne? Ne, kleiner Schild, genau. 8 Abwehr. Streiter, Streitflügel, Schwertrapier hier durch. Könnte ich mit was? Intellekt plus 2? Warum heißt denn ein Bogen Intellekt plus 2? Da fehlen irgendwie noch Namen. Gewandtheit plus 3. Entschlossenheit plus 3. Entschlossenheit plus 1. Können wir jetzt einen Bogen holen, theoretisch. Bis 19, 10 bis 15. Aber Intelligenz plus 2 wäre, glaube ich, ganz cool. Ich handle mal. So, weg damit. I. Waffensets. Hm? So, Spiel speichern. Speichern. So, jetzt kann ich mal mit dem reden. Something else you need? Wer bist du? I'm a trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Ich bin ein Händler. Ursprünglich komme ich aus dem Adir-Reich, aber ich habe versucht, hier draußen ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst reumütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen einige unerwartete Herausforderungen präsentiert und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du ja bestimmt schon bemerkt. Aber wir sind ja hier, um das Beste daraus zu machen, richtig? Wir könnten es genauso gut versuchen. Mhm. In einer solchen Perspektive wird es dir sicherlich gut ergehen. Wenn du schon glaubst, diese Karawanenleute werden kratzbürstig, dann sieh dich vor, diese Axtschwingern vor, die Odema erwähnte. Er lacht. Das ist wahrlich ein hervorragender Rat. Du hast nun einen Rang in einem Gesinnungsruf. Dieser Ruf spiegelt wieder, wie deine Persönlichkeit im Spielwelt wahrgenommen wird. Selbst ein offenbar schrecklicher Ruf wird einigen Leuten gefallen. Und ein gutmütiger Ruf kann bestimmten Personen anwidern. In Pillars of Eternity kann ich ausschließlich gut oder schlecht. Aber wenn deine Hauptcharakter
ein Priester oder Paladin ist, musst du aufpassen, dass deine Gesinnung nicht den Vorlieben ihrer Gottheit oder ihres Ordens widersprechen. Ausschließlich für den Hauptcharakter beeinflusst die Gesinnung die Effekte von heiliger Glanz, Priester und Glaube und Überzeugung Paladin. Erzähl mir über das ARD-Reich. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here, but the colonies used to include Raid Saris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Es ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Groß ist aber immer noch. Das Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier. Aber zu den Kolonien gehört Raid Saris und der Dürrwald. Vor gut 150 Jahren ist der Dürrwald vom Reich unabhängig geworden. Eine Tatsache, an die mich meine Gefährten gerne erinnern. Er grinst sich schief an und nickt in Richtung der verstreuten Karawanenteilnehmer. Warum haben wir den ganzen Weg herausgezogen? Because it seemed friendlier than Raid Saris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago. And there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Weil es hier freundlicher als in Raid Saris zuzugehen schien? Er lacht. Meine Brüder haben das Kaufmannsunternehmen der Familie vor ein paar Jahren übernommen. Und für mich gab es auch nicht mehr zu tun. Also zog ich aus, um das Geschäft zu erweitern. Er zuckt mir den Achseln. Da der Dürrwald eine ehemalige Ardeer-Kolonie ist, schien er mir ein guter Startort zu sein. Und so sehr ich den Arbeitsethos der Raid Sarianer auch bewundere, so kamen sie mir dennoch stets etwas fanatisch vor. Klingt echt sehr vernünftig. Hier draußen gehe ich immer nur einen Tag nach dem anderen an. Es soll besser gehen. So, yes. Kommen wir wieder beide mit.